Wladimir Putins Angriffskrieg auf die Ukraine sei ein Fallbeispiel des Scheiterns, sagt die US-Regierung. Der russische Präsident sieht das erwartungsgemäß anders. Er warnt davor, dass zunehmend versucht werde, Russland zu destabilisieren. Eine Anspielung wohl auf die Serie von Angriffen auf russisches Territorium. Zum ersten Mal sollen dabei nach russischen Angaben nun auch Zivilisten getötet worden sein. Höchste Anspannung in der russischen Region Belgorod. Gerade erklärt diese Bewohnerin dem russischen Staatsfernsehen, dass sie auf der Flucht vor den Angriffen nur ihre Dokumente mitnehmen konnten. Am Morgen seien auf solch einer Straße nach ukrainischem Beschuss zwei Frauen in ihrem Auto getötet worden, erklärt der Gouverneur. Drohnenangriffe und Explosionen vermelden auch andere russische Regionen. Diese Bilder aus sozialen Medien sollen eine Explosion im Hafen des russisch besetzten Berdjansk am Asowschen Meer zeigen. Die Ukraine dementiert, russisches Gebiet anzugreifen. Dagegen bekennen sich zwei paramilitärische russische Freiwilligenbataillone zu Anschlägen. Eines unserer taktischen Ziele ist es, russische Truppen von anderen Teilen der ukrainischen Front abzuziehen, sie zu zwingen, erhebliche Kräfte von den Frontlinien in der Ukraine zu verlegen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew müssen sich viele Menschen bei einem neuerlichen nächtlichen Luftalarm in Sicherheit bringen. 15 abgeschossene Raketen und 21 Drohnen vermeldet die Luftwaffe. Ein Nachspiel hat ein offenbar verschlossener Schutzraum, was in der Nacht zuvor drei Menschenleben kostete. Eine Situation wie in dieser Nacht in Kiew, als die Menschen zur Notunterkunft kamen und diese geschlossen war, darf nie wieder vorkommen. Das ist eine Pflicht der lokalen Behörden. Selenskyj will jetzt alle Schutzräume überprüfen lassen. Sprechen möchte ich mit Gerhard Mangold, Politikwissenschaftler an der Uni Innsbruck mit Schwerpunkt internationale Beziehungen und Sicherheitsforschung im postsowjetischen Raum. Hallo. Schönen guten Abend. Was wir also sehen, einerseits weiterhin tödliche Luftangriffe auf ukrainische Großstädte wie Kiew, andererseits nun auch tödliche Angriffe auf russisches Territorium. In was für eine Phase geht dieser Krieg jetzt? Und die ukrainische Seite versucht ganz offensichtlich durch Angriffe auf russische Grenzgebiete, eben Belgorod oder Bryansk oder Kursk, den Russen, der Bevölkerung klarzumachen, dass sie von diesem Krieg nicht verschont bleiben wird, dass sie nicht sicher ist in Russland, dass dieser Krieg, der von Russland begonnen wurde, nach Russland nach Hause kommt und dass der Staat nicht in der Lage ist, die Bevölkerung zu schützen. Das ist die psychologische Wirkung, die sich Kiew von diesem Beschuss erwartet. Völkerrechtlich hat die Ukraine jedes Recht, russisches Territorium anzugreifen. Das ist Teil des verbrieften Selbstverteidigungsrechts in der UNO-Charta. Aber natürlich darf die Ukraine keine zivilen Ziele angreifen, außer die zivilen Ziele werden militärisch genutzt. Angriffe auf zivile Ziele sind ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Jetzt haben sich auch internationale Stimmen zu Wort gemeldet. Beginnen wir mal bei China. Das Land fordert den Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine. Warum? Wie ist das einzuordnen? Nun, der Sondergesandte des chinesischen Präsidenten Li Hui, der in den vergangenen Tagen in Europa, aber auch in Kiew und in Moskau war, der will unbedingt eine Waffenruhe erreichen. Und er ist der Ansicht, so auch die chinesische Führung, dass eine Waffenruhe jetzt erzwungen werden müsse, bevor die Offensive der Ukraine gegen die russischen Stellungen losgeht. Das ist durchaus im russischen Interesse. Daran wäre Russland interessiert. Aber für die Ukraine ist das ein Vorschlag, den sie nicht akzeptieren kann und wird, und auch die westlichen Staaten werden sich davon nicht beirren lassen. Also das ist ein Wünschen der chinesischen Seite, aber es hat keine Aussicht auf Realisierung. Und gleichzeitig muss man ja schon auch fragen, wie weit die Ukraine mit den bisherigen Zusagen an Waffenlieferungen in einer geplanten Gegenoffensive überhaupt kommen könnte. Nun, angeblich läuft diese Gegenoffensive schon und wir dürfen das auch uns nicht vorstellen, als ob die Gegenoffensive mit einem großen militärischen Aufeinandertreffen beider Truppen beginnen wird. Das wird im Laufe der Zeit kommen, aber die Bewaffnung mit Panzern, Kampfpanzern, Schützenpanzern, mit Artilleriemunition ist groß genug für einen solchen großen Vorstoß entlang eines bestimmten Abschnittes der Frontlinie. Was die Ukraine noch brauchen könnte, und das ist wichtig, wären Entminungsgeräte. Denn sowohl die Ukraine hat
große Minengürtel angelegt, um den Vorstoß russischer Truppen zu blockieren. Als auch umgekehrt, Russland hat große Minengürtel angelegt, um den Vorstoß der Ukrainer in einer Gegenoffensive zu stoppen. Da bräuchte es noch Hilfe und auch noch mehr an Marschflugkörpern. Es ist ja nicht nur Storm Shadow aus dem Vereinigten Königreich im Einsatz, sondern die Ukraine drängt vor allem Deutschland darauf, Taurus-Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen. Noch kurz, der US-amerikanische Außenminister Blinken bescheinigt Putin, dass sein Angriffskrieg ein strategischer Misserfolg sei, eine, ich zitiere, Fallstudie für Scheitern. Ist da das letzte Wort wirklich schon gesprochen? Was einen strategischen Erfolg anbelangt, muss man sagen, ja, das ist entschieden. Das strategische Ziel Russlands war ja, die Ukraine zu brechen, eine Moskau-freundliche Regierung zu installieren. Das hat Russland nicht erreicht und wird es nicht mehr erreichen. Aber es heißt noch nicht, dass Russland diesen Krieg verloren hat, dass Russland nicht in der Lage sein könnte, die derzeit besetzten Gebiete auch militärisch zu halten. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung, Gerhard Mangott. Sehr gerne. Die Ukraine bereitet ihre Streitkräfte derzeit auch darauf vor, die von Russland völkerrechtswidrig annektierten und besetzten Orte im Häuserkampf zurückzuerobern. Ukrainische Soldaten trainieren also dafür, Straße für Straße und Haus für Haus zu befreien. Unser Korrespondent Max Zander hat das beobachtet. Das ist einer der gefährlichsten Momente, wenn der Krieg mitten in einer Stadt ausgetragen wird. Eine falsche Bewegung hier könnte die letzte sein. Einer geht rein und dann der nächste. Diese Soldaten kommen gerade von der Front, wo sie in den Schützengräben dem Beschuss durch Panzer ausgesetzt waren. Anstatt sich aber auszuruhen, bereiten sie sich auf ihren nächsten Einsatz vor. Wir werden in Donetsk und Luhansk einmarschieren und jedes Gebäude stürmen müssen. Wir werden Kollaborateure, Saboteure, reguläre und private militärische Gruppen antreffen. Wir müssen sie aus den Häusern vertreiben, nicht von den Feldern. Das ist der Grund, warum sie in diesem verlassenen Hotel üben. Die ukrainischen Truppen haben vielleicht auch nur eine Chance, ihre Städte von den Russen zurückzuerobern. Fehler können sie sich nicht erlauben. Es ist sehr wichtig für uns, den richtigen Ansatz zu wählen. Wir haben leider nicht genug Leute, um Risiken einzugehen. Ihnen ist es egal, wie viele sterben. Uns nicht. Wir wollen keinen einzigen verlieren. Die Soldaten trainieren jeden Tag 4 bis 5 Stunden lang. Taktik, Schießen und erste Hilfe leisten. Sie wissen, dass ihr Leben davon abhängen kann. Wir ziehen die Aderpresse so fest wie möglich an. So fest, dass nicht nur ein Finger, nicht einmal eine Feder dazwischen passt. Natürlich wird er schreien, alles Mögliche, dass es wehtut, dass ihr ihn loslassen sollt. Aber ihr dürft auf keinen Fall lockern. Juri selbst kann nicht mehr kämpfen. Er wurde vergangenes Jahr verletzt. Sein bester Freund starb neben ihm. Doch er gibt seine Erfahrung weiter. Das ist es, was sie vermeiden wollen. Die ukrainischen Behörden sagen nicht, wie viele Soldaten bisher gefallen sind. Aber man sagt uns, dass sich die Zahl der Soldatengräber hier auf diesem Friedhof in Kharkiv in den letzten 3 Monaten verdoppelt hat. Einige der hier begrabenen Männer und Frauen waren gerade einmal 20 Jahre alt. Priester Viktor Marinchak kannte viele persönlich, die er hier beerdigt hat. Ich gebe zu, dass ich niemanden trösten kann, denn der Verlust bleibt bei uns, denn es gibt ein Grab und einen Sarg, denn es gibt eine Trennung bis zum Ende unserer Tage. Aber wir sollten wissen, dass das, was sie getan haben und jetzt tun, voller tiefer Bedeutung ist. Denn sie wiederholen die Leistung des Erlösers. Sie verhindern durch ihren eigenen Tod weiteren Tod. Eine weitere Familie nimmt Abschied. Andrei Alexandrowitsch starb vor mehr als 2 Monaten in einem östlichen Wald. Heute wird er beerdigt, mit Liebe und mit militärischen Ehren. Er wird nicht der Letzte sein. Für die Ukraine
Und die Ukrainer scheint es keine Alternative zu geben. Wir brauchen den Sieg. Wir brauchen keinen Frieden. Wenn es keinen Sieg gibt, dann gibt es auch keinen Frieden. Dann gibt es Sklaverei. Die Verteidiger fürchten das mehr als den Tod selbst. Und so bereiten sie sich auf weitere Opfer vor.